Hallo und herzlich willkommen zur Folge 112 der Sims 4 100 Baby Challenge. Und der kleine Graf Zahl spielt hier mitten in der Nacht mit seinen Bauklötzchen und baut die Denkenfähigkeit und auf. Ist schon Level 3. Ich erinnere mich, dass ich letzte Folge, nachdem ich aufgehört habe aufzunehmen, noch irgendwie gerade 2 Sekunden gewartet habe, bis er das Level vervollständigt hat. Aber ich dachte, er wäre jetzt Level. Nee, warte, das macht keinen, ergibt keinen Sinn. Level 1 hat man automatisch. Egal, jedenfalls, er ist schon ganz schön weit gekommen. In der letzten Folge ist Rapunzel älter geworden. War das in der letzten oder in der vorletzten? Nein, ich glaube in der letzten Folge. Phoebelein ist wieder schwanger. Im dritten Trimester. Das heißt, vielleicht haben wir diese Folge Glück und es kommt ein Babylein zur Welt. Hier der Garten könnte auch mal ein bisschen die Maulwürfe vertragen. Das wäre nicht schlecht. Wenn ich heute und in den nächsten Folgen verpeilter wirke, also noch verpeilter als sonst, dann liegt das unter Umständen daran, dass ich noch verpeilter bin als sonst. Ich habe heute Morgen meine Karteikarten gesucht, mit denen ich lerne, und habe sie dann im Kühlschrank gefunden. Ich meine, sie sind frisch geblieben, da kann man nichts sagen. Ich meine, ich bin ja noch froh, dass nicht irgendwie andersherum die Butter in meiner Tasche war. Das wäre weniger schön gewesen. Und hier ist Momo und liegt neben Phoebelein im Bett. Und auch sie strahlt die Sonne aus. Und das Spiel ist hier ein bisschen eingefroren. Hallo? Ich habe das Gefühl, dass es weniger leckt an sich. Aber dass es manchmal einfach so dann halt richtig einfriert. Was beides nicht schön ist, aber okay. Und ja, wenn ihr das Video schaut, dann bin ich schon in Schottland. Also ich hoffe mal, dass ich Kommentare sehe. Ich denke mal, da sollte es kein Problem zu geben. Aber falls nicht, freue ich mich auch sehr, die zu lesen, wenn ich wieder zurückkomme. Also ja. Und die zwei Süßen bringen unseren Garten in Vordermann. Wenn ich mir überlege, warum sind wir auf die Idee nicht früher gekommen? Beziehungsweise die Idee kam ja von euch, aber ich kann euch nicht vorwerfen, dass ihr nicht früher da drauf gekommen seid. Also warum bin ich da gar nicht drauf gekommen? Weil wenn ich mir überlege, was war das, bevor wir die zwei hatten, immer für einen Stress, den Garten in Vordermann zu halten, auf Vordermann zu halten. Und jetzt geht das so einfach. Und kleiner Mann, was geht mit deinen Bedürfnissen? Du hast Hunger und du wirst langsam müde. Ey, dann könntest du mal was essen. Öffnen. Und ein bisschen erkältet scheine ich auch zu sein, weil irgendwie sobald ich aufnehmen will, macht meine Stimme komische Sachen. Was ich zugegebenermaßen, bevor ich die Folge hier angefangen habe, gar nicht gemerkt habe. Es war irgendwie nur gerade eben. So irgendwas ist mit meiner Stimme komisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie beim Lernen nicht viel spreche. Vielleicht bin ich es auch nicht mehr gewöhnt, so viel zu reden. Und warum lässt sich das nicht abstellen? So. So muss das sein. So. Kannst du jetzt hier mal ein Gericht nehmen? Du bist noch nicht so alt. Bist du auch letzte Folge erst älter geworden? Das könnte gut sein. Letzte oder vorletzte Folge ist er älter geworden. Nee, vorletzte ist er älter geworden, meine ich. Ja, apropos verpeilt. Ach ja. You. Und wir haben auch Urmel und Conny noch beide im Haushalt wohnen, obwohl beide schon erwachsen sind. Ich meine, wie gesagt, ich würde gerne ein Spin-off mit den beiden machen, dass wir ein bisschen alleine mit denen noch spielen. Wir müssen das mal schauen, oder ich muss mal schauen, wie ich das mit der Challenge dann zusammen mache. Und warum bist du wach? Weil du wach ausgeschlafen bist? Okay, dann kannst du mal frühstücken. Und was macht Momo da draußen? Das versteht auch keiner. Nehmen. Ein energetischer Geist. Ach ja. Es wirkt so ein bisschen atomverseucht, ne? Dadurch, dass es aus ihr herausstrahlt und sie so grünlich-gelblich ist. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht können wir irgendwie Strom daraus gewinnen oder so. Ach ja. Und dann kannst du danach auch Kleingraf Zahl in den Schlaf lesen, der hier brav seinen Salat isst. Ja, ja. Und Snape ist der Vater. Ich bin mal gespannt. Also ihr habt mir in den Kommentaren schon geschrieben, soweit ich gelesen habe, dass ihr es auch interessant findet, wenn sich Snape ein bisschen mehr um sein Kind hier auch kümmern würde. Wo ich zustimme, ich glaube, das fände ich auch interessant. Aber ich denke vielleicht noch nicht im Kleinkinderalter, vielleicht erst später. Da müssen wir mal schauen.
Und Phoebe hat sich hier zu ihrem Kind dazugesellt. Das ist auch mal süß. Du kannst danach dein Grab Zahl in den Schlaf lesen, wenn dir das so passen würde. Und mit euch beiden schauen wir mal am Morgen. Oh, und Phoebe kann dann auch danach direkt mal vielleicht Lunchpakete machen für euch zwei Süßen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Ja. Ich hatte also vorgestern, glaube ich, war das eine sehr merkwürdige Begebenheit. Ich war mit einer Person in Gruppenarbeit eingeteilt. Und die Person ist mir persönlich so ein bisschen unsympathisch. Also die hat mir nichts Böses gemacht. Die ist irgendwie kein schlechter Mensch oder so. Aber wir zwei haben nicht so einen Draht zueinander. Aber ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man eine Gruppenarbeit zusammen machen muss. Das passiert eben. Jedenfalls. Sie meinte dann zu mir, bitte entschuldige, wenn ich das vielleicht ein bisschen später erst mache. Ich mache neben der Uni noch YouTube und das kommt sich dann so in die Quere. Und ja, deshalb kann ich das nicht in der Zeit machen. Und ich habe nichts gesagt. Ich war nur innerlich so, aha, du bist vor Hunger aufgewacht. Dann iss mal was. Und wo ich dann auch nur so gesagt habe, so ja, ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Uni und YouTube so miteinander zu verbinden und das alles unter einen Hut zu bringen. Hab mir aber so innerlich in meinem Kopf so gedacht, so hehehe, aber ich kann das. Ach ja, das war süß. Ich weiß allerdings nicht, was für Videos sie macht. Also vielleicht brauchen die auch viel mehr Aufwand, als hier ein Let's Play aufzunehmen. Von daher da keine Überheblichkeit, aber ich fand es lustig, dass mir das passiert ist. So, Kleingraf Zahlen, du hast noch 100.000 Sachen im Dings, was du verkaufen könntest. So, und Conny ist aufgestanden und kann vielleicht erstmal zur Toilette gehen. Kannst du danach vielleicht Rapunzel mal ein Lunchpaket packen? Du frühstückst schon, ne? Ja. Und angeln lassen können wir dich eigentlich auch noch weiterhin. Ich meine, es ist ja auch dann gut für die Familie. Und du kannst danach eigentlich mal duschen. Rapunzel muss in circa einer Stunde zur Schule. Ja. Muss Barbie dann heute nicht? Ist sie so spät älter geworden, dass sie irgendwie heute noch freigestellt wird? Nee, sie muss auch gleich. Ja. Das denke ich nämlich auch. Und sie schaut die Pflanze an und damit geht es ihr besser. Was sollen wir denn bei ihr für ein Dings nehmen? Also ich würde bei Kraftzahl gerne Verantwortung nehmen, weil ich finde, das passt irgendwie zu sowas irgendwie Rationalem, dass man dann verantwortlich ist. Was ist denn bei Konfliktlösung? Ach, das hatten wir schon mal, ne? Das ist eher schwierig. Und emotionale Kontrolle? Sie können an Radios oder Instrumenten verschiedene Interaktionen zur Entspannung ausführen oder joggen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Schubsen und beißen wirkt sich negativ auf die emotionale Kontrolle aus. Wie können Leute schubsen und beißen? Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. So, wenn jetzt das Lunchpaket da ist, dann könnten wir das jetzt mal Rapunzel in die Tasche stecken. Ach ja, wo ist es? Da ist es. Du kannst auch mal aufstehen, denn du musst. Sie ist stinkig für in die Schule. Naja, gut, es ist Rapunzel. Das passiert schon mal. Und dann speichere ich das Spiel gerade mal, damit es danach nicht mehr hängt. Oh je. Ja, du hast ein Lunchpaket dabei. Ich würde eher jammern, weil du keinen Spaß hast und stinkst. Sie wird so viele Freunde haben in der Schule. Hat überhaupt keinen Spaß, ist jetzt schon schlecht gelaunt. Geh erstmal zur Toilette, bevor du isst. Du willst auch in Ruhe frühstücken und ohne Stress. Und sie müffelt gleichzeitig auch noch. Es ist eine wunderschöne Kombi. Großartig. Barbie ist zur Schule. Barbie kann mal fleißig lernen. Und du kannst auch mal fleißig lernen.
Und du kannst danach eigentlich mal ein bisschen angeln gehen, oder? Das stelle ich mir doch schön vor für dich. Und ich weiß nicht, wie lange wir die beiden noch in der Familie behalten sollen. Weil ich meine, ich kann zwar das zweite Let's Play jetzt noch nicht direkt starten, aber ich meine, sie müssen dafür ja eigentlich auch nicht die ganze Zeit hier noch mit dabei sein. Aber andererseits, ich mag sie so gerne. Aber dann wieder, wir spielen ja demnächst ohnehin noch mal mit ihnen. Von daher, auf jeden Fall, nee, einen Hausfrosch haben sie schon, ne? Einen Hausfrosch haben wir schon. Logischerweise habe ich eure Kommentare dazu, wie der heißen soll, noch nicht gelesen. Und von daher muss ich das dann nachkorrigieren, wenn es soweit ist. Ja. So. Phoebelein, du kannst die Gruppenversammlung mal beenden, würde ich vorschlagen. Und dann kannst du vielleicht, haben wir die Karotte jetzt? Nee, haben wir nicht verkauft. Gut. Kannst du mal eine Karotte essen und Post bekommen. Wir können das hier mal so ein bisschen noch verkaufen. Und sie ist so glücklich heute. Das ist echt süß. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich von Dori. Die hat ihr Handy anscheinend mit in die Urne genommen. Wie rührend. Ach ja. Was hast du denn da rausgeholt? Wieder jede Menge Spielsachen. Leute, so viele Spielsachen brauchen wir doch gar nicht. Die Kinder werden ja irgendwann groß. Die dürfen ihr Spielzeug doch nicht mitnehmen. Ups. Das können wir von mir aus auch verkaufen. Das bringt über 200 Simoleons, dieser komische Dingens da. Okay. Sind denn hier irgendwelche Leute unterwegs, die man mal kennenlernen könnte? Dich könnten wir kennenlernen, aber ich weiß nicht, ob wir das wollen. Irgendwelche Leute, mit denen wir noch keine Kinder hatten. Und da ist Lala wieder am Angeln. Angeln tut sie irgendwie häufig. Da ist Geoffreys neue Flamme. Telefon. Das sieht ja aus wie. Barbie hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Kreativität soll gefördert werden. Nein, doch. Ja, apropos verpeilt. Nee, alles gut. Emotionale Kontrolle steigt. Dann, Leute, ist es da mit Schicksal. Barbie werden wir versuchen, emotionale Kontrolle beizubringen. Das hatten wir ja auch noch nicht. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Und wie geht's dir? Du musst noch weiter schlafen. Und sonst, Urmel hat einen guten Fang gemacht. Wir würden hier gerne auch einen guten Fang machen. Aber sind nur Leute da, von denen wir vorher schon mal gesagt haben, dass wir keine Kinder mit denen haben wollen. Und ich meine, noch haben wir es nicht nötig, dann auf die zurückzukommen. Ja. Tja. Ja. Da können wir dann mal schauen. Ich habe ja auch noch ein paar erstellte Sims. Also, ich glaube, von euch habe ich gerade keine Sims mehr. Und sie hat noch einen Fisch gefangen. Respekt. Den wir noch nicht verwendet haben. Aber ich habe noch ein paar Sims, die ich selbst mal erstellt habe, die ich auch noch nehmen wollte für die Challenge. Und noch ist das Kind ja auch nicht da, obwohl Phoebe hier schon direkt ein Techtelmechtel haben möchte. Schon mit dem nächsten. Warum bist du eigentlich so kokett? Ach, wegen dem Merkmal. Naja, gut. Dann kannst du vielleicht mal das an einen Sammler verkaufen und dann danach mal ein kokettes Gemälde malen. Ich frage mich, ob wir das irgendwie vielleicht bei Phoebe im Schlafzimmer aufhängen sollten, damit sie dann irgendwie da auch die kokette Stimmung aufbauen kann. Aber andererseits, wir haben da ja sonst auch ohne Gemälde nicht wirklich Probleme, weil Phoebe ist ja da wirklich geübt. So, Conny, wie sieht's bei dir aus? Ach, du trauerst. Ach komm, lass es mal sein. Mach lieber mal ein bisschen Musik. Kannst vielleicht noch ein bisschen üben. Und wir können vielleicht bei dir mal die Fische verkaufen.
Und sie hat noch eingefangen. Was muss sie eigentlich noch machen für ihre Angelerst-Errungenschaft? An drei verschiedenen Orten angeln. Ja, gut. Da können wir auch mal schauen, was wir damit machen. Der macht sich gleich im Schlaf in die Windel. Huch. Ich glaube, er hier war auch ein Vampir, ne? Tobias Brandenburg. Wen wir auch noch nicht als Vater hatten, war Sunny Sunshine. Den wollten wir eigentlich auch noch nehmen. Vielleicht sollten wir das mal als nächstes machen. Aber dann, wenn es ein Vampirkind wird, sollten wir dem dieses Ding da besorgen, dass es in der Sonne nicht verbrennt. Jedenfalls dann, wenn es auszieht, weil so groß ist unser Kamin einfach nicht. So viele Kinder können da nicht noch draufstehen. Diggle die Buchholz fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Weißt du was, das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten Urmel direkt mitnehmen. Und falls wir da irgendwem sehen, den wir gerne kennenlernen möchten, könnten wir Phoebe ja noch hinzubitten. Und Urmel hat in der Abreise noch... Und Piggle, die verschwindet in dem Moment, wo wir da sind. Das ist sehr unhöflich. Hat er irgendwie was gegen Urmel? Dass er dann sofort geht, mit Urmel plaudern. Wir könnten hier ihm mal Hallo sagen, da den Tag verschönern und hier unserer süßen Lillifee auch mal den Tag verschönern. Hier ist übrigens Gotthold. Ist eigentlich Sophie auch irgendwo hier? Sophie ist auch nicht da. Naja, gut. Kann Urmel eigentlich auch mal unsere große Schwester Lillifee über Musik streiten. Das müssen wir nicht machen. Lustige Geschichte erzählen können wir mal machen. Und über Marsmenschen scherzen. Und auch, guck mal, ist das nicht süß. Die zwei in ihrem glücklichen Eheleben hier. So goldig. In ihrem süßen kleinen Eigenheim-Apartment. Du, Piggle, die ist abgehauen. Setz dich nicht auf seinen Schoß. Ich weiß nicht, ob deine Schwester das so super fände. So sollte man sich vor Leute stellen, wenn man sich der Situation angemessen verhalten möchte. In so einer Situation unbedingt. Am besten noch auf die Füße stellen. Urmelein, Du kannst doch sowas eigentlich. Du bist doch mitfühlend und hältst anderen Leuten nicht einfach so deinen Hintern ins Gesicht. Du bist ja nicht Rapunzel, die schlechte Manieren lernt. Was ist eigentlich hier unten so heute los? Vielleicht können wir da nachher was essen gehen. Das wäre ganz cool. Laura Mertens. Und seid ihr hier oben festgefroren? Scheint so ein bisschen so zu sein, ne? Dann, ja, guck ich mal. Kannst du dich denn mal hier hinsetzen? Gehst du denn dann da mal weg? Nö. Ach Kind, mach's mir doch nicht so schwer. Doch! Auf einmal stehen alle. Und alle lachen. Ach, wie schön. Kannst du da mal einen verrückten Plan vorschlagen? Und danach würde ich dir vorschlagen, wo ist die Stadt hin? Da. Hier vielleicht mal Essen zu bestellen. Und zwar vielleicht Aubergine süß-sauer. Oh, das klingt richtig lecker. Das würde ich auch essen. Urmel will hier was stehlen. Ne. Lass das schön sein. Und Conny will auch darunter gehen. Urmel, es wird nichts gestohlen. Nicht bei deiner Schwester, dass das mal klar ist. Du bist doch
Robin Hood, du musst bei den reichen Leuten stehlen, um deiner Familie und den einen armen Freund zu geben. Da ist Alexander Buchholz, den kennen wir sogar. Das ist unser Onkel. Schade, dass hier kein Instrument dabei ist, sonst würde ich sie da vielleicht mal spielen lassen. Können wir uns deine Gitarre ausleihen? Kann Omel deine Gitarre klauen? Warum hast du diese Brille an? Wenn du nicht spielst, kannst du uns die Gitarre auch schenken. Ja, okay. Von mir aus. Vielleicht kann sie ja hier vielleicht ihr Musikidol kennenlernen und die Vorführung ansehen. Weil ich meine, das wäre das, was sie interessiert. Ist auf jeden Fall besser, als sich mit dem Mann ihrer Schwester im Schlafzimmer ihres Bruders zu unterhalten. Mit dem Fenster, mit dem Licht aus Narnia. Und er schaut hier auch nur Fernsehen. Das haben wir doch dem letzten schon mal gesehen, ne? Das ist mit dem Monsterhasen. Nicht mit dem Monsterhasen, mit diesem Sim im Hasenkostüm, der mit der Kettensäge kommt. Da ist er! Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Schnell weg, sonst krieg ich wieder Albträume. Urmel hat Probleme mit Essstäbchen zu essen. Das ist auch nicht einfach. Rapunzel, sie hat eine 2. Hat Rapunzel eine 2? Ja. Na, immerhin. Dann lassen wir Urmel noch aufessen. Dann würde ich sagen, können wir auch wieder zurück. Weil ich meine, so spannend ist das jetzt hier auch nicht. Du kannst vielleicht mal Trinkgeld geben. Vielleicht mal 5 Simoleons. Gitarre lernen könnte sie eigentlich auch noch, ne? Ich meine, Keyboard finde ich schon gut für sie, aber Gitarre könnten wir noch dazu nehmen. Was möchtest du hier? Instrument kaufen. Dann pinnen wir das mal an, dann können wir zu Hause vielleicht eine Gitarre für Conny kaufen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich finde, sie ist irgendwie der Typ, der auch beides spielen könnte. Guck mal, was der uns an. Der ist Darling mit Vornamen. Oder die. Ist eine Frau? Sophie ist älter geworden. Das ist Sophie. Ich dachte, wir hätten die Alterung da ausgestellt. Meine Gott, meine Güte, ist Sophie süß geworden. Da muss ich aber bei den beiden mal, wie heißt es, ein richtiges Bett ins Kinderzimmer stellen. Ich meine, sonst kann sie da ja nicht schlafen. Meine Güte, guckt euch diese Augen an. Das ist ja der Hammer. Was für ein hübsches Kind. Urmel, iss mal. Du bist an diesen. Ich meine, sie isst zu langsam mit Stäbchen, aber man kann es ja mal versuchen. Also, tatsächlich in der Animation isst sie auch mit Stäbchen. Das ist ja cool. Sieht das für euch aus wie Aubergine? Ich finde, das sieht eher aus wie Mini-Muffin mit irgendwie Brei oder so daneben. Und wirklich so mega viel los ist da ja heute auch nicht, ne? Das kann man ja so auch nicht behaupten. Und vor allem ist Pigel die verschwunden. Er ist vor uns geflohen. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich beende die Folge vielleicht hier in der Stadt. Und wir sehen uns dann nächste Folge bei den Buchholz zu Hause wieder. Und ja, dann haben die zwei zumindest mal Lilifee gesehen. Das ist doch schon mal gut. Und Umel hat da die ersten Schritte auf der kulinarischen Reise gemacht. Und wir machen den Ententanz anscheinend. Okay. Dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!